Hallo und herzlich willkommen zum House Call, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Mit sage und schreibe 30 Tangos. Ich bin mal gespannt, wie viele Einheiten wir hier zur Verfügung gestellt bekommen. Mal schauen, was hier draus wird und mal schauen, wie lange wir dafür brauchen, wie viele Anläufe wir brauchen werden. Weil ganz einfach wird das nicht, denke ich mal. Ich dachte gerade, wir haben nur 2. Aber zum Glück haben wir ja sogar 4. Ach du Kacke. Ground floor, first floor, second floor. Ach, hier ist die Treppe. Okay, alles klar. Das heißt, hier ist tatsächlich eine Treppe. Wie cool ist das denn bitte mal? Bis jetzt war ja noch nirgendwo eine Treppe. Hostile inside. Hostile inside. Okay, hier sind 2. Davon kriegt einer auf alle Fälle schon mal das mit. Wenn wir uns hier schlau anstellen. Jetzt ungefähr. Schauen wir mal, ob das einer mitkriegt. Wenn, dann haben wir hier noch Deckung. Okay, die kriegen das beide nicht mit. Dann schauen wir jetzt mal hier. Ich fürchte, der kriegt das mit. Oder? 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 Nein, der kriegt das nicht mit. Ach so, ja gut, dann lasse ich die halt beide durch eine Tür gehen. Das ist für mich auch kein Problem. Nee, ach so, ich muss es ja hier wieder löschen. Dann stellst du dich mal hierher, bitte. Hallo, abbrechen. Okay. Danke. So, und dann bitte mal einen Flashbang. Hier so mitten Mang. Und du bitte auch. Dankeschön. Watch out! Watch out! They're here! So, und jetzt müssen wir schnell handeln, zumindest einigermaßen schnell. Denn jetzt müssen die hier raus. Und aber gleichzeitig die hier rein, weil die müssen sich ja alle gegenseitig decken. So. Der ist schon mal down. Zack, der ist down. Scheiße. Den hatte ich überhaupt nicht auf dem Plan. Kommt da jetzt auf einmal auch so einer daher und meint hier so meinen Kopf abknallen zu müssen? Mein Kopf vor allem. Zu was für eine Einheit zählen die denn? Die SWAT-Teams. Ich weiß ehrlich gesagt echt nicht, wo die dazu zählen. Zählen die jetzt zu den Cops oder zählen die zu den Bundeseinheiten? Bin ich ganz, ganz schlecht informiert. Ja, dann schaust du hier auch mal. Hier ist ein Feind. Da ist keiner, das ist clear, alles klar. Dann stellst du dich hierher und schmeißt dann einen Flashbang einfach rein. Und dann clearen wir das Ganze. So, so einfach geht das. Ich finde, es halt ein bisschen. Aber ich habe Surround hier nicht an, nee. Ja. Aber bitte geht gleichzeitig hoch. Got it. Ungefähr zumindest. Dann wollen wir mal. Ja, geil. Ich glaube, ich lasse sie jetzt erstmal so stehen, weil es ist am praktischsten so. Da decken die am besten. Und dann lasse ich die hier einfach eins nach dem anderen mal hier reinschauen. Okay, hier ist ein Feind drin. Hier ist keiner mehr, der soll den einfach decken jetzt. Oder beziehungsweise die anderen decken. Hier sind 2 drin. Dann lasse ich zuerst mal den hier eine Flashgranate werfen. Scheiße. An den habe ich nicht gedacht. No Tango.
Aha, ja genau, weil der wieder nicht gedeckt hat. So, Flashbang. So. Wie viele sind denn hier drin und wie viele sind hier oben drin und wie viele sind hier im Badezimmer drin? Hier ist clear. Hier ist auch clear, dann gehen die zwei schon mal hierher. Hier sind zwei drin, okay. Das heißt, du gehst hierher und machst dann ein Flashbang. Alles klar. Jetzt bitte jeder mal reloaden. Ist ja ganz wichtig. So, drei habe ich noch. Da bin ich jetzt mal gespannt. Und ich frage mich gerade, weil es fällt mir gerade so ein House Call. Wer callt denn da so das SWAT? Ich habe jetzt echt keine Idee, wer das machen könnte. Also kann da jetzt ein ganz normaler Bürger anrufen und hier Hilfe, ich habe so Terroristen in meinem Haus und dann kommt das SWAT oder wie? Ach scheiße, da war ich nicht schnell genug. Aber die decken sich ja jetzt ganz gut da eigentlich. Jetzt habe ich nicht mitgezählt, wie viele das sein sollten, wie viele es noch sind. Aber ich finde schon mal gar nicht so schlecht, dass wir nur zwei Mann verloren haben bis hierher. Alles klar, Tango down. Hier ist clear. Ich weiß, dass hier unten nicht clear ist. Wer ist injured? Wer ist injured? Du bist injured. So, Flashbang hier runter. Mindestens einer ist hier noch, genau. So, das ist mir jetzt wurscht, der soll jetzt da reingehen. Okay, das heißt, alle Verbleibenden sind noch hier oder hier. Denn wir sind im zweiten Stock. Okay, die sind alle hier unten. Und jetzt können wir eigentlich... Ups, da hat meine Maus ein bisschen gesponnen. Jetzt können wir eigentlich voll taktisch vorgehen. Tja. So einfach kann es gehen, ne? Also, so einfach vor allem hier. Viermal so lang gebraucht. Ja gut, nicht ganz viermal. Bisschen mehr als doppelt so lang. Und zwei Leute haben wir verloren. Naja, hätte besser sein können. Und wir haben die Stealth-Klasse unlocked. Ah, okay, die kann auf Befehl feuern. Und die ist schneller im Lockpicken anscheinend. Schauen wir uns den Film jetzt hier einfach mal an. Sieht richtig profimäßig aus. Hier, guck mal. Der schaut sich das jetzt an. Dann gehen die hier hinter und dann können sie erst auf Befehl feuern. Finde ich gut. Und weißt du, was mir jetzt gerade einfällt? Wir haben hier mal eine Kampagne unterbrochen, weil wir die Stealth-Klasse gebraucht haben. Gut, unsere Leute sehen jetzt nicht mehr ganz so fit aus. Einer ist tot, vier verwundet. Aber YOLO. Und hier brauchen wir die Stealth-Klasse. Von daher machen wir mal, sagen wir, von den 8 Leuten machen wir 4 zu Stealth-Leuten. Und zwar einmal unsere 2 Besten werden zum Stealth, aber bitte hier mit Extended Protection. So, und auch nicht mit Breaching Charge, weil das passt einfach nicht. Hier, Set Default mache ich jetzt mal. Ich habe keine mit Schalldämpfer, ne? Hm, dumm gelaufen. So, du wirst auch Stealth. Und die zwei schlechtesten, aber die noch mit Gesundheit haben, werden auch mal zum Stealth. So, wo ist jetzt der Unterschied? Die Stealth-Dinger sind die hier, ne?
Genau. Halt. Lock and load. Let's do this. So, das hier ist Assault, die hier sind Stealth. Halt. Ich wollte eigentlich nur durchschauen. So, dann schauen wir mal. Da ist einer drin, alles klar. Kann ich dich das jetzt lockpicken lassen? Who's there? Nein. Okay, ich muss den hier zurückziehen. Und den hier hierher hauen. Wer hat noch Gesundheit? Der hier hat noch Gesundheit. Ich muss die jetzt echt die Tür decken lassen. Ist ein bisschen kacke gelaufen jetzt gerade. Aber ich muss jetzt hier leider alle mit Gesundheit hier reinholen. So, der hier läuft eh schon hier hinter. Der hier ist injured, der hier ist injured. Der hier ist nicht injured. Aber, nee, das ist der hier. Der hier ist noch ohne. Also mit Gesundheit. Nee, den lasse ich hier so herlaufen. Ah, genau. Deswegen habe ich ja die Stealth-Klasse gebraucht. Ja, gut. Dann los geht's, ne? So. Ich meine, wir können die Mission nicht ewig vor uns herschieben. Und jetzt ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um da was zu machen. Okay, du... Ach cool, die können wir verhaften. Hey, die machen das viel zu schnell. Ja, das weiß ich selber. Dann geht ihr zweimal hier runter. Ja, hilft jetzt nichts. Okay, die zwei geben auf. Okay, hast du das hier auch? Und das hier, und das hier, und das hier? Was soll ich denn jetzt mit dem machen? Ach so, die müssen das graben, alles klar. Ja gut, dann können wir mit dem hier jetzt mal hier weitergehen. Und hier Evidence graben, ne? Das wusste ich noch gar nicht. Ich hatte ehrlich gesagt noch nie mit sowas zu tun. Also auch im echten Leben nicht. Zum Glück. So, evidence secured. Got the dope. Intel secured. Intel secured. So, dann muss das hier noch einer nehmen. Roger. Evidence acquired. Und dann gehen wir demnächst mal hier raus. Evidence acquired. Ich weiß ja immer noch nicht, was unser Ziel ist eigentlich. Das könnte ich mir mal ganz kurz anschauen. Retrieve evidence before it gets destroyed. Eliminate all threats. Secure all suspects. Okay, also alle entweder festnehmen oder umlegen. Auf gut Deutsch. So. Okay, wo ist hier noch Dope? Hier oben war noch Dope, aber das ist destroyed. Dann schauen wir hier mal rein. Mit einer Breaching Charge, warum auch nicht? Ah, hier ist noch Evidence. Aber der hat kein Dingens. Das heißt, wir müssen hier mit einem anderen schauen. Da löschen wir mal die Route hier. Und dann schauen wir hier mal durch. Der kann ja so weit. Der kann so lange trotzdem noch decken. Alles klar, hier ist keiner drin, dann gehen wir hier mal durch. Nee, da mache ich jetzt eins nach dem anderen. Das seid mir nicht böse, aber... das muss jetzt einfach noch sein.
So wie es aussieht, ist hier unten eh keiner mehr. Evidence secured. Good job. We're done here. Oh. Bitte, bitte was? 3 Sterne? Da ist irgendwas falsch. 14 von 14 Feinden sind weg. Alter, bitte was? Ja gut. Wir haben 3 von 3 Sternen. Und wie es weitergeht, ob wir das hier machen oder ob wir das hier machen, das werden wir sehen in der nächsten Episode. Bis dahin!